Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Item-Vorstellung und heute schauen wir uns die neu dazugekommenen Solar Panels in NIO 1.12 an. Und zwar ist das nämlich dieses, dass wir einmal ein Simple Photovoltaic Cell bauen können und wir können eine Vibrant Photovoltaic Cell bauen. Rezept ist folgendes: einmal zweimal Electrical Steel Glass, drei Photovoltaik Platten, zwei Grains of Infinity und Infinity B-Metal Gear und entsprechend der Zuordnung wird das dann ganz einfach teurer. Das heißt, wir brauchen hier schon Daylight Sensor, dann brauchen wir Basic Capacitor, Energetic Alloy, Vibrant Alloy oder halt natürlich am Ende Vibrant Alloy und dann haben wir hier nochmal Pulsating Iron Ingots und so weiter. Neu dazugekommen waren, glaube ich, Silber Photovoltaik Zack und die Vibrant Photovoltaik Zack und ihr seht, es wird auf jeden Fall schon ein bisschen dunkel. Das bedeutet, wir müssen uns mal ein bisschen sputen. Wir gucken mal, wird da nämlich schon mal eine Kleinigkeit aufgebaut, denn nämlich hier und ihr seht, noch ist die Produktion auf jeden Fall da. Das heißt, es ist auch auf jeden Fall auch tageszeitabhängig. Noch haben wir 2, hier 5, hier 10 und hier 21 Micro Infinity und wir setzen nochmal auf den Tag zurück und dann gucken wir mal, dürfte es hier gleich auf jeden Fall ein bisschen mehr werden. Das heißt, ja, genau. Jetzt ist wieder volle Produktion, Sonne steht ganz oben und wir haben 160 Micro Infinity hier, 80 bei der Advanced, 40 bei der Photovoltaic Cell und 10 bei der Simple Photovoltaic Cell. Und ihr seht natürlich das Ergebnis von irgendwie ca. 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen. Und da ist natürlich die Vibrant Photovoltaic Cell schon auf jeden Fall gut mit dabei. So viel auf jeden Fall zu den Solar Panels in NIO 1.12. Ist, glaube ich, gerade mit dieser Vibrant Photovoltaic Cell ein neues Item dazugekommen, wo man durchaus überlegen kann, auch ein bisschen auf Solarenergie auf jeden Fall zu gehen. Kann auf jeden Fall nicht unbedingt schaden. Das war's an der Stelle von mir. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tutorial. Ciao.